Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der Traps im Spawn. Kairon und nächster Gegner ist Karagümrük. Die 5 Punkte haben wir 10, also wir sind mit 5 Punkten besser. Ja, ich bin gespannt. 8. Spieltag, wir sind Platz 11, es ist okay. Wir hatten das eine oder andere Spiel verschlafen, wenn man so sagen kann. Aber jetzt sind wir langsam drin. Dann zeigen, wo wir hingehören. Und genau. Dann können wir dann rein. Ein Trapsus spawnen. Ein Karamgimi ist zu Gast. Ja. Letztes Spiel, glaube ich, knapp gewonnen. Wenn ich mich nicht dran, wenn ich nicht falsch lieg. Wie gesagt, jetzt Karamu. Wir haben auf jeden Fall sehr viel umgestellt. Also wollen einfach mal wirklich probieren, wirklich ein bisschen mehr Spielzeit für jeden reinzugeben. Schauen, vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Bin gespannt. Ezequiel. Ezequiel mit der Flanke. Torwart. Oh, Nahfass Martin. Schade, der Teil kommt da leider nicht ran. Ah, Abschlag vom Keeper. Hatten sie gehabt, verlieren ihn aber direkt. Fiska. Mitte ist er frei und da ist er. Oh mein Gott. Ezequiel, schade. Dass er da noch an den Ball reinkommt, ne? Sonst wäre er drin gewesen. Wäre dann komplett frei gewesen. Da kommt er so easy durch, das kann nicht wahr sein. Und es war Güven. Eieieiei. Jalcin macht 1:0. Wiska. Wiska. Wiska, wohin? Flagge kommt gut. Ah, das kann nicht wahr sein. Du so. Roden. Roden. Roden zieht und zieht und zieht. Das kann nicht wahr sein. 2:0. Es läuft nicht. Es läuft gerade gar nicht. Also es kann daran liegen, weil wir halt so viel umgestellt haben. Jetzt den hier. Der geht. Kommt leider nicht durch, der Pass zu ihm. Nikolaus zu. Ja. Igür. Igür zu Dusan. Du so ein stark geschickter. Stark aufgepasst. Jetzt kannst du einfach schnell gehen. Wiska. Ist kein Abseits. Wiska. 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 Mach ihn doch. Bruder, du bist doch schnell. Egal, Güne ist stark aufgepasst. Flanke kommt gut und die kommt sowas von gut. Oh mein Gott. War der Keeper daran? Ne. Schade. Boah, ganz knapp geht er am Tor vorbei einfach. Schade, schade, schade. Erste richtig tolle Möglichkeit. Nach 40 Minuten.
Also es ist auch hier das Ding. Uns fehlen so viele Tormöglichkeiten und 3-0. Also, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, groß. Letzte Minute, das war's von der ersten Halbzeit. Wir sind nicht gegangen. So Leute, zweiter Abschnitt. Let's go. Ja, 3-0, was soll ich groß sagen? Wir liegen, ja, verdient hinten. Kann man so sagen. Vielleicht eigentlich eine ausgeglichene Partie. Ja, irgendwie schon gut, ja. Aber dass jetzt hier so verdient vorne liegen, würde ich jetzt nicht so behaupten wollen. Aber mal schauen. Flanke kommt. Ah, okay. Verlieren halt direkt wieder, ne? Einer geht zum Ball hin. Ja, natürlich. Ach komm, das ist doch ein Witz. Das ist doch echt ein Witz hier. Das kannst du keinem erzählen, Schiedsrichter. Also wenn man sowas wirklich pfeift, na. Ne. Karam. Gümrük. Ja, es ist unfassbar. Das ist wie eine Klatsche. Ey, es läuft zurzeit gar nicht für uns. Verstehe nicht. Ey, wir kriegen mit dort, wir kriegen mit Bielefeld eine Klatsche. Jetzt kriegen wir mit Trabzonspor eine Klatsche. Was ist denn das, Leute? Ich verstehe es nicht. Also unfassbar. Ey, wir kriegen halt auch keine Torchancen so wirklich. Also wir können auch gar nicht so wirklich was rausspielen. Es ist viel zu schwach von uns. Viel zu schwach. Ja, jetzt habe ich halt erfunden das vorne, ne? Das ist halt der einzigste, der überhaupt eventuell was kann hier gerade. Sehr gut, schade. Aber ich verstehe es nicht. Komischerweise bin ich jetzt wieder stärker. Aber davor so. Es geht halt auch zu den Schlussphase, ne? Es ist halt so wie immer. In der Schlussphase sind wir halt immer besser. Aber auch immer, wenn wir, keine Ahnung, extrem hinten liegen. So, aber wenn wir da vorne liegen, so, dann sind wir in der Schlussphase so schlecht. Ich verstehe es nicht. Also, ehrlich. Selber auch noch das sechste Tor fallen. Ey, das kann auch nicht wahr sein. Wenn man so eine Dinger nicht macht, ne, ist es halt im Endeffekt auch kein Wunder, wenn man so eine Spiele dann verliert. Nur wegen sowas.
Ach komm, da wollten wir kurz mal rüberlegen, ne? Und dann auch noch so schlecht. Aber egal. Eine Chance kriegen wir noch. Der, sogar der nicht, geht nicht. Oh Mann, wir kriegen eine 5-0-Klatsche gegen Gara Gümrük. Nächster Gegner ist dann Rezepspor, die Elfter sind. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like.